Servus Leute, zurück zu Let's Play Duel of Champions. Ihr seht richtig dort unten. Akademie. Oh ja. Lasst euch überraschen, was da kommt. Vorher möchte ich euch die Info geben, falls ihr es selbst noch nicht wusstet. Es gibt eine neue Seite, die MM Docking sozusagen ersetzt. Weil MM Docking, das war eine Seite, wo man wunderbar Deckideen, Replays und alles anschauen konnte von der Community. Wurde vom Macher anscheinend nicht mehr weiter verfolgt, seit Fluch des Greifen. Dafür gibt's jetzt eine andere Seite. Wo kann ich denn da schnell mal schreiben? Hier rein kann man schnell schreiben. Die nennt sich www.mmdoctools.com. Das ist die neue Seite, die MMDocking ersetzt. Da gibt's auch schon neue Decks drin. Und die Karten kann man da anschauen und Replays kann man da anschauen. Da kann man chatten mit der Community. Also wunderbar, unter mmdoctools.com kann man endlich wieder sich auf neue Ideen einlassen. Auch ganz nett finde ich da, ja gut, das mit den Bewertungen, die Seite ist gerade mal Anfang August gestartet, muss noch ein bisschen wachsen, müssen noch die Leute erst darauf aufmerksam werden. Duel of Champions, also Ubisoft hat selbst darauf verwiesen, hier, da gibt's wieder was Neues, vor kurzem, deswegen bin ich drauf gekommen. Ja, wäre also ganz nice, wenn das genauso wächst und man wieder wunderbare Deckideen bekommt. Eine Deckidee habe ich jetzt endlich zur Akademie bekommen. Ich habe es zwar ein bisschen abgewandelt, weil ich nicht alle Karten hatte, beziehungsweise einige Karten nicht für teure Joker-Karten holen wollte. Also 24 Joker-Karten für eine Karte ist mir einfach zu viel. Aber die günstigen habe ich jetzt langsam mal geholt. Und jetzt müssen wir mal ausprobieren, ob es auch klappt. Ich habe keine Ahnung, wie sich das spielt. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit glücklich werde. Ich habe keine Ahnung, ob ich gegen Yukiko eine Chance habe damit. Aber Azala versucht's. Wenn wir Karten bekommen. Ah ja. So, okay. Ja, aber halte ich einfach mal. Dann erhöhe ich einmal die Macht. Konstruktdeck. Jetzt sieht er schon, worauf er sich einlassen darf. So, dann setze ich den doch mal hier was davor. No damage. Magiewiderstand. So. Okay. Müssen wir es steigern? Wollen wir es steigern? Eigentlich kein Bedarf gerade. Ich will lieber meinen Gegner ein bisschen aufhalten in seinem Bau. Finde ich ein bisschen uncool, dass er meine Handkarten sehen kann, aber gut. Habe jetzt kein Problem mit. Versucht er jetzt wohl Damage durchzudrücken. Na gut. Was brauche ich eigentlich noch? Das habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich spiele dich hier hinaus. Du kannst da runter und ich brauche vielleicht noch ein bisschen Macht, mehr nicht. Wobei, generell könnte ich jetzt noch ein bisschen Macht gebrauchen. Hm.
Ah, der versucht jetzt den Damage durchzudrücken. Ich kann eine Karte ziehen. Ich könnte ein Schicksal suchen, brauche ich aber nicht zwingend. Ein paar Konstrukte wären nicht schlecht. Das ist ein Deck ohne Mass Rage. Weil manche Konstruktdecks spielen ja auch mit Mass Rage, dieses hier nicht. Das spielt eher mit Hitzewelle. Oder Entflammen. Dabei habe ich es bisher nicht gezogen. Oh, schaut euch an, wer da kommt. Der verhindert somit, dass da ein Eismeteor durchgeht. Okay. Akats Zorn. Holen wir uns lieber die Arbeitskraft der Titanen. Auf die Hand. So. Du darfst da runter. Du darfst hier hin. Machen wir so. Und ein Oh! Na, das war dumm von mir. Ein Schutzschild auf. Der wird zwar auch so einfach gekillt, aber so habe ich wenigstens dafür gesorgt, dass er keinen Zauber verwendet, um da irgendwas Großartiges zu verwenden. Und jetzt kann er seine Truppe dort hinten nicht mehr schützen. So ein Pech, nicht wahr? Der Eismeteor hilft mir endlich, dem seine Sicht da loszuwerden. Sehr garstig da, seine hässliche Sicht. Lass mal das ausspielen. Dann geht der nach vorne und du darfst mit deinem Magiewiderstand hier blocken. Tja. Bisher kann ich alles auch mit einem wunderbaren Akats Zorn loswerden. Besonders jetzt kann ich's machen. Und ich habe die Karte auf die Hand bekommen. Als nächstes kommt der Akats Zorn. Und räumt hier mal gründlichst auf. Der überlegt sich wahrscheinlich, wie viel Damage er jetzt durchbekommt. Könnt ihr den verschieben? Und dann 7 Schaden machen. Denke ich mir mal. Das wird er wahrscheinlich auch machen. Aber dadurch gehen seine ganzen Kreaturen drauf. Das ist halt der Nachteil im Ganzen. Das Blöde ist, egal was er jetzt ausspielt, der sieht doch, dass ich hier die ultimative Antwort darauf habe. Creative Accounting.
So. Zieh meine Karte. Oh, jetzt kann ich viel zubauen. Ich habe auch nicht das Gebäude, das meine Produktion erhöht. Nee, brauche ich nicht. Noch ein Eismeteor. So, ein wogender Titan. Ein Wächtergolem. Und du wirst nach oben geschubst. Wie ist es eigentlich, wenn nur eine Kreatur angezielt werden kann und diese Kreatur nicht angezielt werden kann? Wenn möglich. Oder habe ich den seinen Effekt dadurch so beeinflusst, dass er nicht mehr wirkt? Werden wir jetzt herausfinden. Druckwelle und fokussierter Angriff. Und natürlich immun gegen Vergeltung. Ich habe so viele Eismeteore und kein einziges Mal in Flammen bisher gezogen. Traurig, traurig. Auch den Golem, der mir einen Schutz vor Zaubern gibt, habe ich noch nicht gezogen. Okay, danke. Jetzt. Da, zieh mal noch einen. Weise gespielt, weise. So bekomme ich sie nämlich nicht weg. Kämpferschütze bist du gut. Noch ein wogender Titan. Ziehen wir mal eine Karte. Ah, den habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Schütze ich, meine Liebe. Du kriegst einen Schutz und du kriegst ebenfalls einen Schutz. Kriegt er zwar wieder auf seine Hand, aber ja, wenn es sein muss. Boah, wo ist dieses Entflammen, wenn man es mal bräuchte? Aber unendlich kann er sie nicht schützen. Jetzt zum Beispiel kann er nur eine von den beiden benachbarten Kreaturen schützen. Die andere kassiert den Eismeteor. Das ist nicht zufällig was zur Steigerung der Kräfte. Oh, ich kann das einsetzen. Nacht des aufgehenden Mondes. Die Karte habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Duel of Champions Leben jemals benutzt. Akats Zorn. So, ich werfe eine Kreatur ab. Ich werfe eine Karte ab und ich werfe einen Eismeteor ab, den glänzenden. Und ziehe neue Karten. Und ach, ist das herrlich, nicht wahr? Ja, endlich. Wurde ja auch mal Zeit. Da geht nichts. Eine Karte ziehen.
So viel auf der Hand, ist doch unglaublich. Oh, der Wächtergolem stirbt. Aber ich kann ihn ja direkt ausspielen. Ja, das gefällt mir. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Kannst du den auf die Hand geben? So ein Pech, nicht wahr? Ein Kampfschaden stirbt, okay. Ja, wenn du sie nicht schützen kannst, das ist ein Problem. Akazon, nein. Halt. Ich brauche hier keinen Zauber. Lieber eine Karte ziehen. So sieht die Macht der Golems aus. Okay, eigentlich sind es bloß zwei Golems, zwei Titanen und zwei Gargüle. Gargoyle. Der Konstrukte. Die Maschinen, mit Magie beflügelt durch Azalar, übernehmen die Weltherrschaft. Nächste Edition kommt übrigens Terminator. Ganz klar. Aufregend. Dum, 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 dum. Überlegen, habe ich gewonnen? Ich habe diese 6 Schaden. Ja, habe ich. Oh, das war fast falsch. Zu viele Handkarten! Viel zu viele Handkarten. Erster Sieg. Hat zwar wegen lang gedauert, aber das war gut. Und es hat durch das lange Dauern auch ordentlich XP gegeben. Und Gold, was mich näher an mein Ziel bringt, ein neues Level zu bekommen. Ja. Was haltet ihr von dem Deck? Soll ich es euch mal zeigen? Ich soll es euch mal zeigen. Das wusste ich doch. Es ist ein bisschen abgewandelt als das Deck, das der andere nutzt. Der nimmt nämlich Nala als Heldin und Zeitsprung. Auch ziemlich nützlich. Aber statt Zeitsprung. Und er hat 4-mal Akazon. Ich habe kein 4-mal Akazon, nur 2-mal. Dafür habe ich halt dann 4-mal den Eismeteor rein. Um 2-mal Akazon und 2-mal. Zweimal Zeitsprung zu ersetzen. Prinzipiell hier Karten gewinnen, da die Magie steigern. Hier mit dem Schicksal einfach meistens die Arbeitskraft der Titanen holen. Oder vielleicht den 9er Zirkel, je nachdem, was nötiger ist. Fähigkeiten sind Tag der Freistadt. Nacht des aufgehenden Mondes, das sind die Ereignisse, meine ich. Die großen Matchwinner sind Generator-Titan 2-mal und wogender Titan 2-mal. Dann habe ich hier noch 2-mal den Obsidian-Golem, Gargoyle, den Schutz-Golem 2-mal, 4-mal den provisorischen Golem, 4-mal den Gargoyle, 4-mal Rakshasha, Plänkler, 4-mal Gelehrte. Und Azala als Heldin. Dann habe ich noch 4-mal Feuerstrahl und 4-mal Entflammen. Ja, Lagerfeuer 4-mal, 3-mal Observatorium, 4-mal 9er Zirkel. Das war's.
Mehr ist da gar nicht drin. Wobei, ich überlege. Also die Karten sind hauptsächlich, oh, die sind hauptsächlich dafür da, halt das Early Game irgendwie zu verhindern, dass der Gegner nichts macht. Weil erst ab Zug 4 oder 5 kann ich wirklich aufhören, anfangen, das gegnerische Board aufzuräumen. Aber dann wird's ordentlich aufgeräumt, theoretisch. Wobei im letzten Duell hätte ich jetzt gedacht, dass mehrmals Arkads Zorn mir lieber wäre als Eismeteor. Ah, das ist halt so eine Sache. Und ich glaube, vielleicht nehme ich sogar noch eine 60. Karte rein, obwohl ich normalerweise dagegen bin, aber es gibt noch Meisterwerk-Titan. Dadurch kriege ich noch mehr Konstrukte. Oder einfach nur ein Titan. Was gibt's sonst noch in diesem Deck? Ich könnte nochmal den Generator Titan. Immer wenn er. Oder ein verbündetes Konstrukt stirbt. Oh. Oh. Ich sollte mal das durchlesen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist ja geil. Vielleicht soll er nochmal rein. Oder der Bewacher der Zeitalter. So groß. Na gut. Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Liken bitte nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal.